Tja, so einmal im Jahr heißt es für mich ab in den Wald. Gut, das heißt es jetzt öfter, aber ganz speziell so im Frühjahr wie jetzt, da gehe ich wirklich unheimlich gerne in den Wald. Warum? Sehen Sie in diesem Video. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Das ist eine spannende Geschichte. Und wir sehen uns gleich im Wald. Bis gleich. Unschwer zu erkennen, grüne Fläche. Grüne Fläche heißt Bärlauch. Ist so hier meine Stelle, war früher so ein Geheimtipp, hat keiner gewusst. Heute wissen das leider mehr. Ich werde jetzt ein bisschen ernten und dann sehen wir uns bei mir in der Küche, was ich draus mache. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich mache es einfach nur haltbar, aber das zeige ich Ihnen, wenn ich dann mein Körbchen voll habe. Bis gleich bei mir in der Küche. So, Körbchen voll. Jetzt geht's nach Hause und dann werden wir das verarbeiten. Ich kenne so einige, die waschen den und schrubben und tun und machen. Das mache ich nicht. Ich schneide nur unten ein bisschen ab, wo ein bisschen Sand ist. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, Wasser nimmt den Geschmack raus. Und das wollen wir ja nicht. Also, auf nach Hause, ab in meine Küche. Bis gleich. So. Tja, da bin ich in meiner Küche zu Hause angekommen. Jetzt heißt es nur noch Bärlauch verarbeiten. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ja die letzten Jahre immer ein bisschen mehr davon, von dem ganzen Bärlauchkram gemacht. In diesem Jahr mache ich nicht ganz so viel. Darum ist es auch ein sehr kurzes Video dieses Jahr. Ich mache für mich, für den Winter, damit ich ein bisschen was auf Vorrat habe, eine ganz einfache Bärlauchpaste. Bärlauchpaste ist ganz einfach. Ich nehme einfach die Blätter so, wie sie sind und die kommen hier in meinen Häcksler. Immer schön rein. So, erstmal so 2-3 Hände voll, dass da ein bisschen was drin ist. Wie gesagt, ich habe ihn nicht sauber gemacht, ich habe ihn ein bisschen geputzt, aber nicht wirklich sauber gemacht. Also nicht mit Wasser, weil das mögen wir nicht. So. Dann kommt er hier rein und dann habe ich, Achtung, mein Öl. Und jetzt wird es laut, also nicht erschrecken. Kommt Öl rein, ungefähr so ein Viertel Liter. Und jetzt sehen Sie ja, hier unten fängt das schon an, sich klein zu machen. Mache ich jetzt einfach weiter. Ich mache das ganze Bärlauchzeug damit rein, ab und zu noch ein bisschen Öl rein, bis die ganzen Blätter aufgelöst sind und schon habe ich meine Bärlauchpaste. Wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Ich mache das fix fertig, weil das müssen Sie sich nicht die ganze Zeit antun, den ganzen Krach hier zu hören. Wie gesagt, ich mache das ganz fix fertig. Wir sehen uns gleich in alter Frische mit fertigem Bärlauch. Mousse, sagen wir mal. Da habe ich doch mein erstes Glas schon abgefüllt. Das sind immer so Joghurtgläser oder sowas. Die hat man ja öfter mal über. Und ich schmeiße sowas immer nicht weg. Ich nutze das. Fülle ich mir dann ganz einfach in meine Gläschen ab. Immer schon aufpassen, dass der Rand oben sauber ist. Deckel drauf und dann kommt das Ganze in den TK-Schrank, weil ist ja nun frisch. Im Kühlschrank wird das irgendwann anfangen zu gären. Also Kühlschrank einfrieren und immer wenn ich es brauche für Soßen, Suppen oder sonst was, Pesto, hole ich mir das raus und habe frisches Bärlauchpesto und das sogar im Winter. Tja, das war ein sehr kurzes Video, wieder mal. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag zum nächsten Video wieder. Ich hoffe, Sie bleiben mir treu. Machen Sie ein bisschen Werbung. Wäre ganz cool. Würde ich mich darüber freuen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Video. Tschüss.
So, die Gläschen füllen.